Also, du bist noch zum Abnicken sozusagen da. Ja, finde ich gut. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Also noch nicht mal, ehrlich gesagt. Okay, pass auf. Kommen wir direkt mal zu den harten Fragen. Ich habe gehört, du bist irgendwie übersprüht worden auf der Fizilinstraße. Du hast ja früher auf der Fizilinstraße gesprüht und da bist du jetzt gebombt worden. Ja, wie gehst du damit um? Ich cross sie zurück, aber was soll denn der Scheiß? Ich kaufe mir erstmal habe ich mir ein Endorsement besorgt bei Tipex. Mhm. Und jetzt geht's los. Du bist im Augenblick so auf so einer Mini-Tour, ne? Genau. Und wir beide wissen ja, dass du zuckerkrank bist. Das wissen wir beide. Ja, wie machst du das? Also zum Beispiel, du ballerst dir die Drinks rein und so und dann aber zwischendurch setzt du dir dann auch einen Schuss. Aber hart. Nee, es ist wirklich anstrengend mit Diabetes so, weil ich bin auch der Backup von Sammy und da mache ich halt sehr viel Sport und man muss halt vorher sich richtig ernähren und so weiter und so fort. Was ich leider meistens nicht so richtig tue, aber ich versuche mich zu bessern und habe auch schon nicht so coole Erlebnisse dadurch gehabt auf Touren. Wie reißt man sich dann da zusammen? Weil auf Tour kann man ja jetzt nicht so geplant sich ernähren oder auf sich achten, wie man das zu Hause machen kann. Da muss man halt einen sauren Apfel beißen und bei McDonald's halten und versuchen da irgendwie das sich richtig einzuteilen, was meistens aber nicht gut ist oder nicht passiert. Ist halt eine Sache, die halt mies ist, also ich hoffe es, dass ich es aber unfassbar lange leben werde. Ist es die, wo man zu wenig Zucker oder zu viel Zucker? Meine Bauchspeicheldrüse ist kaputt und produziert kein Insulin mehr. Okay. Das heißt, ich muss Insulin spritzen. Und weil dein Zuckerspiegel immer zu niedrig ist? Genau. Nee, stopp. Oh, weil zu hoch. Also Insulin verbrennt Fett. Ja. Genau. Und dadurch, dass es nicht passiert, ist mein Blutzucker zu hoch. Okay, ich verstehe. Gut. Ja. Und das bedeutet, bedeutet das für das Fett? Das haben wir jetzt nicht geklärt. Also, ist es verbrannt oder nicht? Wenn ich spritze, ja. Dadurch, dass meine Bauchspeicheldrüse aber kein Insulin mehr herstellt, jetzt passiert das nicht in meinem Körper. Okay, jetzt verstehe ich, warum. Das ist das erste Mal, dass man mir anständig erklärt hat, warum Leute, die Diabetes haben, dann auch dazu neigen, einfach dick zu werden. Genau. Weil wenn sie nicht dafür... Ganz genau. Alles klar, gut. Danke. Cheers. Danke. Du hast zum ersten Mal ein Album gemacht. Ja. Warum denn eigentlich erstmal, warum jetzt? Yes. Ich bin ein fauler Mensch, ich schlafe gerne und mache sehr viel Drums, Programmierungen für Alben, so, das ist mein Job. Und einer meiner besten Freunde meinte zu mir so, ey, hallo, komm doch mal auf den Punkt und mach doch mal ein Album, mach doch diese ganzen Beats hier. Und du kennst diese ganzen Rapper und Sänger, die eh in die Kunstwerkstatt, in unserem Studio rein und rauslaufen. Ich finde ja selber, Produzentenalben sind schwierig, weil das halt meistens immer so kein Konzept hat und so weiter und so fort. Das wievielte Mal wurde dir diese Frage gerade schon gestellt, seitdem du auf Promotour bist? Ungefähr. 20. Mal, würde ich mal sagen. Und ist es auch zum 20. Mal die gleiche Antwort? Nein. Es ist immer die gleiche Antwort, eine andere Variation. Und wie überlegt man sich eine Variation? Ich finde dich sehr cool gekleidet und sehr witzig und dadurch bin ich, glaube ich, so angesporen, so zu antworten. Deswegen versuche ich mir gerade vorzustellen, wie das dann bei Joyce gewesen ist. Wie geht man bei Joyce dann so an die Leute ran, die so ein bisschen so einen auf, hey, wir sind das Viva von 2015, aber irgendwie in billig. Hey, zum Glück hatte ich da Benjo dabei, der 21 ist. Und wie gesagt, und diese ganze, genau, und die, ich bin hart nach hinten gefallen. Und die Moderatorin und der Moderator fanden Benjo unfassbar süß. Wenn du jetzt zum ersten Mal ein Album für dich selber produziert hast, in dem du, also wie soll ich denn das sagen, es geht um dich, dein Name steht da vorne drauf. Wie verändert sich das im Verhältnis dazu, dass du für andere Leute ein Album produzierst? Wo ist für dich, wo fühlt sich das anders an? Ich bin halt zum ersten Mal im Vordergrund. Was für mich aber okay ist, weil ich schon die ganzen Jahre mit Sammy auf der Bühne gestanden habe und noch nie irgendwie so ein Problem damit hatte. Aber es ist eigentlich kein großer Unterschied so. Es ist eigentlich im Endeffekt der gleiche Prozess, Beats bauen, die Jungs ranholen und Mucke machen. Und bei den anderen Dingern ist es einfach nur, dass meistens die Vocals oder die Künstler schon da sind und ich komme dazu und mach was. Also prozessmäßig ist es relativ das Gleiche, aber ich muss ehrlich sein, für mich fühlt sich das nicht anders an als ein Semi-Release, weil wir halt im Endeffekt so ein Team sind aus mehreren Künstlern. Bei Sammy kann ich das verstehen, weil ihr Freunde seid. Wie ist das bei jemandem wie Nena?
da ist es halt anders, weil bei so großen Stars, da ist es eher so, dass man dazugeholt wird in einem Studio, wo Produzenten sitzen. Ist Nena so der größere Star als Samy Deluxe immer noch? Ja, also so in dem Sinne, also sind ja verschiedene Genre, Sparten und ich sag mal, in der Sparte von Nena ist halt Nena viel größer als Samy in der Sparte von Samy. Guckst du ihn noch so viel? Das weiß ich nicht. Was? Warum lachst du denn jetzt? Unerwartete Frage. Ich weiß es nicht. Mhm. Sie war vollkommen cool, ehrlich gesagt, im Studio, wo sie da ist war. Ist ja auch kalt. Schnee und so. Ist ja einfach. Ah, schade. Es wäre so schön gewesen, wenn du ganz natürlich. Ja, die guckst. Die sind den ganzen Tag drauf. Deswegen heißt das ganze Ding auch Oldschool. Die feiert so die 80er ab. Aber bei Nena, wie fängt man denn da an, jemanden zu kritisieren? Da war es ja so, dass ich die Melodie hatte und Drums drunter gesetzt habe und dann zu diesem Mob dazugeholt wurde von den anderen Produzenten. Und da war sie halt auch dabei und da war halt alles schon fertig. Der Text stand schon und so weiter und so fort. Die hatten halt diesen Loop von mir bekommen, da hatten sie schon drauf geschrieben. Und deshalb... Warum machen die das? Warum laden die dich dann nochmal ein? Oder was ist denn dann deine Funktion? Um es zum Finish. Einfach, um nochmal die Produktion fertig zu machen. Mhm. Richtig, weißt du, so ich komme aus dem Rap-Kram, ey, wenn du die ersten Beats so von mir hörst, dann denkst du soundmäßig, oh, was geht denn da ab, weißt du? Aber dann geht so ein Derek drüber, so der Mischer, und macht die Sounds richtig sauber und spielt halt da noch und da noch einen Chordwechsel und macht das halt dann zum richtigen, fertigen Song. So, und da wirst du halt eingeladen und wirst halt dazugeholt, weil du im Endeffekt ja den Song produziert hast. So. Okay. Also, du bist noch zum Abnicken sozusagen da. Ja, finde ich gut. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Also noch nicht mal, ehrlich gesagt. So auf, hör mal. Okay, danke. Das sind Promis, die jetzt sagen, ey, ich leg auf und lassen sich irgendwas vom DJ zusammenkarten, gehen dahin, feiern sich weg, kassieren die Gage und hauen ab.